Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen da draußen und ich wünsche euch noch einen tollen Start ins Wochenende. Freunde, ich hoffe, euch allen geht es richtig gut und ja, ich bin jetzt auch mal wieder mit einem neuen Video zurück hier auf meinem Kanal, denn gestern ist mal wieder etwas Neues in GTA Online passiert. Nein, Freunde, gestern ist natürlich nicht das Casino DLC erschienen, sondern Rockstar Games hat das Independence Day DLC 2019 in GTA Online veröffentlicht gehabt. Und in diesem Video soll es einfach mal um das Independence Day Update 2019 gehen. Ich erkläre euch alles, was ihr über das DLC wissen müsst, wie lange dieses Event geht, was es in diesem Event gibt und so weiter. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, dann zeigt es mir an dieser Stelle auf jeden Fall jetzt schon einmal mit einem Daumen nach oben und teilt das Video auf jeden Fall kräftig mit euren Freunden da draußen, damit die auch Bescheid wissen. Aber ich würde sagen, wir starten ins eigentliche Video, also auf geht's. Und zwar beginnen wir jetzt erst einmal das Video mit der eigentlichen Frage, was ist denn überhaupt das Independence Day DLC? Wir haben ja gestern schließlich nichts in GTA Online heruntergeladen. Das Independence Day DLC ist ein DLC, welches Rockstar Games erstmalig im Jahre 2014 veröffentlicht gehabt hat in GTA Online. Und dieses DLC ist seitdem jedes Jahr zum 4. Juli rum, also immer zum Dienstag bzw. jetzt aktuell zum Donnerstag um den 4. Juli herum in GTA Online neu aufgelegt worden. Bei diesem DLC handelt es sich auf jeden Fall um ein altes DLC, welches einmal im Jahr für circa eine Woche zurück ins Spiel kommt mit besonderem Content, den ihr euch kaufen könnt. Und mit besonderen Aktionen. Das Ganze ist auf jeden Fall das Independence Day DLC. Und deshalb müsst ihr euch auch an dieser Stelle nicht wundern, Freunde, dass ihr gestern nichts in GTA Online herunterladen musstet. Denn das Ganze hat man praktisch schon im Jahre 2014 das erste Mal heruntergeladen. Und seitdem befindet sich der Content aus diesem DLC bei euch auf der Konsole, auf der Festplatte. Und Rockstar Games hat das Ganze gestern einfach nur auf Knopfdruck erneut freigeschaltet. Aber was gibt es denn alles jetzt überhaupt in diesem DLC, beziehungsweise für was steht denn dieses DLC? In Amerika gibt es ja jetzt erst einmal jedes Jahr zum 4. Juli den Independence Day, also den Unabhängigkeitstag, und dieses DLC feiert eben diesen Unabhängigkeitstag mit einigen besonderen Dingen, die ich euch gleich auch noch auflisten werde. Und das Ganze eben im patriotischen amerikanischen Style. Und hier gibt es jetzt erst einmal in Kurzform zwei neue Fahrzeuge, die ihr euch kaufen könnt. Die könnt ihr euch sonst im Jahr normalerweise nicht kaufen. Nämlich zum einen den Vapid Liberator, das ist der Monster Truck. Und zum anderen die Western Sovereign, das ist das amerikanische Motorrad. Außerdem gibt es auch noch ein paar coole Waffen, die ihr euch jetzt nur zum Independence Day DLC kaufen könnt. Und zwar zum einen ist das die Muskete und zum anderen eben das Feuerwerksabschussgerät und Feuerwerk. Ja gut, das Feuerwerksabschussgerät kann man sich auch in der Weihnachtszeit bzw. in der Silvesterzeit kaufen, aber das Ganze gehört halt auch mit zum Independence Day DLC. Damals ist das Ganze, glaube ich, soweit ich weiß, im Jahr 2014 sowieso das erste Mal in GTA Online mit eingeführt worden und dann wurde das Ganze eben zum Weihnachts-DLC 2014 eben wieder mit veröffentlicht, weil es halt auch zu Silvester gepasst hat. Außerdem gibt es in diesem DLC auch noch einige Unabhängigkeitsdesigns für die MK2-Waffen, einige Unabhängigkeitsdesigns für das MOC, für die mobile Kommandozentrale, und zusätzlich gibt es noch eben einige Hupen im Los Santos Custom und natürlich den patriotischen Reifenqualm, also der Reifenqualm, der immer zwischen Weiß, Rot und Blau die Farbe die ganze Zeit wechselt, wenn ihr eben die Reifen durchdrehen lasst. Außerdem gibt es auch noch einige Unabhängigkeitsfrisuren beim Friseur und natürlich gibt es auch noch die ganzen Unabhängigkeitskleidungsstücke, die Masken und die ganzen Outfits, Freunde. Ich werde morgen auf jeden Fall noch ein genaueres Video für euch machen, wo ich euch auf jeden Fall alles vorstelle anhand von Gameplay, was es in diesem DLC gibt. Das Ganze war jetzt hier nur in Kurzform, damit ihr überhaupt erst einmal Bescheid wisst. Und morgen werde ich euch dann, wie gesagt, auf jeden Fall alles zeigen, was es Neues, Altes denn jetzt in GTA Online gibt. Und ja, Freunde, wenn ihr euch jetzt nun denkt, okay, cool, wir kaufen uns oder ich kaufe mir jetzt einige Dinge aus diesem Update hier in GTA Online, dann solltet ihr das Ganze auf jeden Fall machen, solange das Event noch läuft. Denn wenn das Event abgelaufen ist, dann könnt ihr euch diese Dinge nicht mehr kaufen und dann würden die erst wieder im nächsten Jahr um den 4. Juli zurück nach GTA Online kommen. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, was passiert denn mit den Dingen, wenn ich
ich mir die jetzt kaufe, verschwinden die dann eben, wenn das Event wieder Ende ist und ich kann sie erst wieder im nächsten Jahr zum 4. Juli benutzen? Nein, Freunde, da müsst ihr keine Angst haben. Das Ganze ist jetzt nicht so wie beim Weihnachts-DLC. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel eine Maske aus dem Update kauft, die behaltet ihr das ganze Jahr lang. Alles, was ihr euch aus diesem Update kauft, das steht euch das ganze Jahr lang zur Verfügung. Es geht halt nur eben um die Kaufoption. Die Kaufoption endet halt eben, wenn das Event endet. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie lange das Event noch geht, beziehungsweise wann das Ganze endet, das Event endet einschließlich am 10. Juli. Das bedeutet, am 10. Juli habt ihr die letzte Chance, euch diese Sachen in GTA Online zu kaufen. Ab dem 11. Juli ist der Content wieder komplett aus dem Spiel heraus. Sei denn halt, wenn ihr euch das Ganze gekauft habt, dann könnt ihr es natürlich auch weiterhin benutzen. Aber die Kaufoption wird am 11. Juli erlischen, also nächste Woche Donnerstag, Freunde. Okay, das waren jetzt nun alle Informationen zum Independence Day Update 2019, die ich heute in diesem Video hier für euch hatte. Und deshalb würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt mal an dieser Stelle bei euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Abend und ein wunderschönes Wochenende. Morgen werde ich euch auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, alles genauer vorstellen. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und teilt das Video auf jeden Fall kräftig mit euren Freunden da draußen, damit die auch Bescheid wissen und sich nochmal in GTA Online bei diesem Event hier einloggen und sich eventuell die ganzen Sachen hier sichern, falls die eben noch kein Independence Day DLC bzw. Update in den vergangenen Jahren mitgemacht haben. Alles klar, Freunde, wir sehen uns dann morgen im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.